Normalerweise, wenn man einen Impfstoff entwickelt, dann tut eine Firma einen Impfstoff entwickeln, tut jede Phase einzeln planen, durchführen, abschliessen und geht dann zu der nächsten Phase. Das braucht ganz viel Zeit. Beim Corona-Impfstoff haben wir die Zeit nicht gehabt und uns auch nicht wollen nehmen. Und darum haben die Forscher wirklich beispiellos zusammengeschafft, wie das vorher noch gerne nie der Fall war. Man hat sehr viele Prozesse, die man hat können, parallel laufen lassen, auch so gemacht. Man hat die administrativen Vorgänge viel schneller können abwickeln, als das sonst immer der Fall war. Und so hat man können die ganzen Prozesse extrem verkürzen, ohne dass man hat müssen Abstriche machen in der Qualität oder in der Sicherheit.